Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch salvierte Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Mount & Blade Bannerlord. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Merovic von Habsburg. Und wir sind gerade hier unterwegs auf der Suche nach dem nächsten Krieg, den wir wahrscheinlich irgendwann mal bekommen werden. Ich habe mir auch gedacht, wir können vielleicht auch noch ein bisschen schmieden. Ich nehme auch hier mal jetzt das Holz mit. Ist eigentlich ganz okay. Wir können auch mal noch ein bisschen nach super Waffen und super Rüstungen gucken. Ja, das ist halt noch mal besser als das, was wir so haben, ne? Ziehen wir mal an. Sieht doch cool aus, ne? Ja gut, ich meine, die Rüstungen hier, die sind eigentlich alle brauchbar, die haben, ne? Aber du kannst auf jeden Fall mal hier das Ding da anziehen. Was ist denn das für ein witziger Helm? Da hat nur 30, ne? Das ist da nicht so krass. Ach so, stimmt. Es wurde noch gesagt, dass die Elis, wo ist sie denn? Die hat keine Schulterrüstung. Aber sie muss jetzt auch nicht die beste Rüstung von allen haben. Also ich weiß nicht, das sieht ja auch ganz cool aus. Ne? Wir müssen sie ja jetzt auch nicht übertreiben, ne? Ja, machen wir das doch für 43.000. Dann gehen wir nochmal zum Schmiedi und dann werden wir nochmal ein bisschen refinen. Habe ich echt nur so wenig Kohle bekommen? Oder Holz bekommen, besser gesagt. War das so schnell wieder weg? Naja, okay, gut, alles klar. Ja, da arbeiten wir noch ein bisschen dran, ne? Wir ziehen jetzt mal hier so ein bisschen durch die Gegend. Ich wollte auch nochmal nach unserer Burg da drüben gucken. Die können wir ja sicherlich nochmal ausbauen. Vielleicht finden wir zwischendrin auch nochmal irgendwie so einen Looterverband, den wir da auf die Mütze klopfen können, um die Truppen ein bisschen zu leveln. Hat irgendwas dabei? Ne, hat er natürlich nicht. Die geben auch alle auf, ne, wenn wir die angreifen. Also das hat relativ wenig Sinn. Ja, Nahrungsmittel mitnehmen ist okay, ne, aber... Da sind wir auch ganz gut noch aufgestellt. Wichtiger ist ja hier eigentlich. Da, ne? Guck mal hier. Bau das mal alles aus. Ist eigentlich egal, in welcher Reihenfolge wichtig ist, dass wir halt einfach nur alles ausbauen. Ach, du hast auch noch genug Geld. Ne? Guck mal, 77.500, das ist ja easy. Hau mal ab hier. Was sind das jetzt? 17 Wüstenbanditen. Ja, aber... Kann ich nicht viel machen. Wir können mal gucken, ob wir hier eine Mission bekriegen. Bei einem unserer Dörfer. Was hast du hier? Truppen trainieren, vergiss es. Braucht man nicht. Das ist eine Mission, die ich nicht mache. Und der 12 Gefangene. Den erwische ich nicht, ne? Der ist zu schnell. Wir machen immer noch ganz gut Kohle. Dank unserer Städte, die wir haben. Was haben wir hier? Asmait. Warte mal kurz. Das ist die andere Stadt von uns. Das finden die dann doof, ne? Und was ist das hier? Once his daughter von. Oh Gott, Leute, ey. Ernsthaft jetzt? Guck mal hier. Nahrung war noch nie so billig. Nimm mal ruhig noch ein bisschen was mit. Oder weißt du was, kommt? Nimm alles mit. Wir kaufen alles, was wir haben. Wollen wir dieses Hideout da noch machen? Das verbessert, glaube ich, nochmal unsere Beziehungen, ne? Ach, ihr wolltet außerdem noch was anderes euch angucken. Das haben zumindest ein paar geschrieben. Die wollten mal sehen, wie die Illis so geskillt ist und ob die Skillpunkte bekommt. Also ich vermute, ja. Ich vermute, dass sie hier Skillpunkte bekommen hat, weil hier hat sie 0. Also ich glaube, dass die dann auch mit 0 hier startet, als wir sie geheiratet haben. Genauso wie, naja, Athletics hat sie ja einen Focus Point drin offenbar. Also die scheint da was zu bekommen. Ich könnte sie jetzt auch zum Quartermaster bei uns machen. Sie kann 200 Punkte insgesamt halt hier kriegen, damit halt noch das nächste Skill-Level, was aber tatsächlich als Quartermaster uns jetzt erstmal so nicht viel bringt, weil mit 177 Punkten haben wir den höheren Steward-Wert. Ne? Also das ist eigentlich soweit erstmal okay. Ne? Ja. Ja, wir können ansonsten noch mal hier gerade gucken, ne? Wenn wir nach den Heroes gucken, sehen wir hier, was haben wir da? The Boar, The Wanderer, Karagit, The Wronged
Of the Forest People, The Wanderer, Break Skull, das sind halt so, ne? Wir sehen hier. Wenn wir den nehmen, der hat Scouting Skills, okay. Oh, da muss ich immer wieder dann runter scrollen, okay. Oder hier The Robber, ne? Der hat dann hier Roguery. Also, da könnte man jetzt noch. Entschuldigung. The. Können wir jetzt nur noch The suchen, dann sehen wir vielleicht noch hier. Da sehen wir dann immer, was für Leute da es noch so gibt, ne? Embers of the Flame, Legion of the Dingsbums, Legion, Legion Company, Leg the Fish, Griff the Red. Das kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Oder Crust the Lucky. Aber das scheint ja kein Kompagnon zu sein, ne? Das wäre einer, der hat einen Taktik-Skill. So, Leute, kann man. Also, ich glaube, Leute mit Taktik-Skill kann man benutzen, um denen eigene Partys zu geben, ne? Also, insofern. Sicherlich das die bessere Variante, ne? So, jetzt zeigen wir jetzt nochmal hier das Hideout. Da sind nur vier Wüstenbanditen drin. Können wir uns das mal angucken. Jetzt muss ich echt noch einen ganzen Tag warten. Naja, wenigstens kann ich dann gleich nochmal schmieden. Ja. 7824 als Easy Attack. Ja, das geht, glaube ich, sofort los, ne? Soll ich ihn mal duellieren? Alter. Und down. Easy peasy. Guck mal da, wir kriegen Polem und Athletic Skills, wenn wir das machen. Okay, witzig. Kann ich die anderen jetzt gefangen nehmen eigentlich? Ich habe das bisher selten gemacht. Aha, okay, gut. Gar nicht mal so schlecht, dass der Helm, aber halt ansonsten nicht viel Beute drin, ne? Ist jetzt echt nicht die beste Option, ne? Okay, wir laufen nochmal zur nächsten Stadt. Ja, die sind jetzt heimatlos, ne? Aber gut. Will ich mit denen irgendwas machen? Nicht wirklich. Ja, gehen wir zum Schmiddi. Ich könnte das jetzt noch refine. Ich könnte aber auch mal gucken, will ich hier smelten? Das will ich auf jeden Fall nicht wegsmelten. Ich kann noch mal gucken, ob es hier Rohstoffe gibt. Wir bauen halt natürlich relativ wenig Schmiedeskill auf, indem wir halt nur Hardwood refinen, ne? Dann ist es halt auch wieder wegrefined. Vielleicht muss ich echt auch noch ein bisschen Materialien hier kaufen, ne? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Es gibt keine Erze hier, ne? Offenbar. Okay, pass auf. Billige Waffen. Gib mir billige Waffen. Wir können tatsächlich ja sowas wie. Okay, Blacksmith Hammer. Nee. Pike. Sichel ist nicht so schlecht. Highland Dagger. Ich glaube, Sichel. Pitchfork bringt, glaube ich, auch nur Holz. Sichel bringt auf jeden Fall noch was anderes. Wir kaufen mal gerade eine Sichel. Nur mal so testweise. Und, billig ist auch noch die Iron Pitchfork. Warte mal, die guck ich mir mal gerade an. Iron Pitchfork und Pitchfork. Nee, wir bleiben mal bei der Iron Pitchfork. Die nehmen wir mal gerade. Gehen wir mal zum Schmiedi. Smelten bitte. Da kriege ich Crude Iron ist das und ein Holz. Okay, das lohnt sich halt überhaupt nicht, ne? Okay, dann machen wir das echt wirklich nur mit. Wobei natürlich Crude Iron könnte hier tatsächlich, also so muss ich mir unbedingt merken. Eisen und sowas scheint ja hier dann eine Menge wert zu sein, ne? Wenn es das hier nicht gibt. Ah, oh, warte mal, der hatte einen Quest, ne? Was war denn das? Overpriced, bla bla bla. Nee, nee, danke. Wollen wir nochmal ein Tournament machen? Ich habe ja. Ja, komm, joine mal. Ich habe ja letztens. Oh Gott, ein FFA. Okay, das hasse ich wie die Pest. Eine Wurfspeere. Alle nur. Huff only? Ach du Scheiße. Yo.
Welche Farbe bin ich? Rot? Okay. Muss man ja immer mal gucken, wer da noch so bei uns dabei ist. Jetzt hier aber. Ey, den hätte ich aber treffen müssen. Guck mal hier. So, beweg dich noch mal ein bisschen. Das ist gut. Lass mich mal durchpieksen. Boah. Ich bleib mal wieder dabei. Keine Lanze, sondern ein Zahnstocher. Und mit der kann ich halt keine Teamkills machen mit der Lanze. Das ist das Gute daran. Im Gegensatz zu den Wurfspeeren. Alter! Das ist auch so eine komische Hitbox wie der komische Sturgeon da. Boah, wo kam der denn her? Wo war der denn noch unterwegs? Boah, was für ein... Alter, ich hab den doch jetzt mehrfach in den Kopf getroffen. So, da hinten ist noch einer. Okay. Boah, wie ich es hasse. Jetzt hat er echt noch den Gaul abgestochen. Ja. Wir müssen tatsächlich... Okay, nice. Wir haben sogar in diesem Team hier locker flockig gewonnen. Wir müssen tatsächlich auch gar nicht so... was soll ich sagen? Ich weiß es gar nicht mehr. Gar nicht so viel rumreiten offenbar, ne? Da gibt es einen Skullcap over. Okay, gut, der ist jetzt nicht der beste Helm, aber Hauptsache, wir gewinnen mal noch ein Turnier, ne? Ach so, ja, zum Setzen nochmal, falls ihr da noch Fragen habt, ne? Also, man kann ja auf sich selber setzen. Das bringt aber tatsächlich nur in der ersten Runde was, weil jetzt sind wir schon, jetzt gelten wir schon mit zu den Favoriten, da kriegen wir fast keine Quote mehr. Also, insofern, das wurde halt krass genervt, ne? Das bringt jetzt nicht mehr so viel. Was haben wir jetzt? Wir haben ein Schwert, okay. Und er hat einen Bogen, alles klar. Leute, ihr YOLO da schon wieder rein, ey. Das Gute ist, die Pfeile, die halten wir noch brauchbar aus. Wenn wir den direkt pulken. Genau, dann gewinnen wir das, glaube ich, ziemlich locker. Okay, nochmal ein FFA. Ah, der ist gefährlich, der Typ. Okay, Gaul getroffen. Nochmal den Gaul getroffen. Auf den Kopf. Auf den Kopf. Wir müssen den am Kopf treffen, sonst machen wir einfach viel zu wenig Damage mit diesem Speer. Wir kämpfen halt hier mit so einer typischen Assrei Bewaffnung. Wie so ein Assrei Skirmisher oder Schocktrupp. Und da kommen wir einfach nicht besonders weit. Wow, jetzt machen wir ein Duell mit unserem Assrei-Bogenschützen. Wahrscheinlich haben wir wieder einen Gaul, ne? Ne, haben wir nicht. Okay, Kann der mal aufhören, Passierschläge zu kriegen? Der war echt ganz schön dicht an mir dran.
Okay, cool. Turnier gewonnen. Drei Renown gibt's. Woo! Und noch so ein Dingeling. Okay. Wäre es cool gewesen, wenn wir so eine einmalige Waffe oder rare Waffe bekommen hätten, die wir dann einschmelzen oder irgendwie sowas. Wollen wir noch in die Taverne gehen? Was gibt's hier? Accursed, Roguery und The Brave Tactic Skill. Okay, also Borwald wäre noch ein Kandidat, um eine Party anzuführen. Müssen wir aber jetzt nicht unbedingt machen. Hauen wir nochmal ab hier. Okay, ich habe. Was machen wir als nächstes? Wir müssen irgendwie so ein paar Räuber müssen wir halt irgendwie finden, ne? Ich will jetzt aber auch nicht zu weit von meinen Siedlungen hier weglaufen. Und ich vermute fast, dass unsere Aussichten hier auf Beute, die sind wohl besser bei uns zu Hause da, ne? In unseren Stammlanden. Auch aufgrund der Tatsache, dass wir da halt mehr Plünderungen in den Städten hatten und dementsprechend wahrscheinlich eben auch mehr Looter da rumlaufen. Boah, Alter, ist der schnell. Warum blendest du das wieder aus? 4,5 zu 4,0. Ja, komm, wir brauchen auch ein bisschen Sachen, müssen wir wieder plündern, ne? Gib auf oder stirb. Und jetzt? Ey, Leute, ohne Witz, ich find's doof, ne? Ich kann halt auch nicht immer jetzt nur noch Hideouts platt machen. Das macht halt erstens keinen Spaß und zweitens ist das Pain. Das ist ja irgendwie so eine etwaige Ergänzung des Ganzen ist. Hat hier irgendeiner. Doch, da haben auf jeden Fall noch Leute XP gekriegt. Ne? Ja, machen wir bitte Armbrustschützen. Machen wir bitte nochmal einen Reiter. Machen wir bitte hier einen Bogenschützen. Und machen wir den Hero nochmal. Den Looter können wir nicht upgraden. Insofern, pass auf, kannst du mir die Looter auch mit hier hochnehmen. Ich möchte noch ergänzen. Cool, wir gewinnen endlich nochmal hier. Oder wir können nochmal ein Gefecht schlagen. Gut, ja. Ne, die Looter nehme ich nicht mit. Ja, pass auf, wir laufen einmal nach Danustika und dann laufen wir nochmal ein bisschen, dann laufen wir wieder nach Süden. Das ist jetzt nördlicher, gehe ich jetzt echt nicht, glaube ich. Es sei denn, da oben sind noch fette Looter-Stacks, aber ich glaube es ja nicht, ne? So, handeln. Mit den Waffen nicht. Mit den Rüstungen, die kannst du mal behalten. Den Rest verkaufen wir hier. Auch wenn die Preise nicht so gut sind, aber ist okay. Das scheint tatsächlich so ein Trade zu sein, den wir. Oder das scheint tatsächlich so eine Fähigkeit zu sein, die wir durch unseren Händler-Skill bekommen haben. Den Wooden Hammer behalten wir auch. Und dann sind wir da erstmal fertig. Gehen wir nochmal zum Schmiedi. Wir refinen nochmal ein bisschen. So, ne, und jetzt kannst du dich schon mal hinlegen und pennen, alles klar. Was könnten wir denn smelten? Ja, der Blacksmith Hammer, der ist ganz okay. Ja, Pitchfork und Wooden Hammer bringt überhaupt nichts, ne, aber ist okay. Weg. Ich muss ja irgendwann mal ein paar brauchbare Sachen smelten, um nochmal mehr Schmiedeskills zu bekommen. Ich will ja besser, ich will mir irgendwann, das wäre jetzt auch noch so eine Nebenaufgabe hier in diesem Let's Play. Entschuldigung, dass ich da mal gerade an meinem Mikrofon da justieren musste. Ich möchte irgendwann auch noch mal. Ach so, warte mal. Ich könnte vielleicht hier noch mal gucken. Ich wollte mir irgendwann noch mal eine super geile Mega-Überwaffe irgendwie bauen. Ach, guck mal hier. Wie teuer wäre der denn hier? 34.000 und du willst 91.000 dafür? Das ist aber teuer. Bogen? Rüstungen sind hier sehr teuer, ne? Nicht schlecht. Witzig, okay. Die teuersten Sachen müssen ja nicht unbedingt die besten sein. Nee, mehr ruhig, keine Sorge, das mache ich nicht. Okay, hau ab. Ja, dann noch einmal hier runter. Mal schauen, was ist das für ein Hideout?
Aber jetzt in so einen Steppenbanditen-Hideout zu gehen, heißt auch wieder ewig, ne? Dann bin ich wieder. Also diese Hideouts dauern halt auch leider sehr lange, ne? Das ist auch ein bisschen. Ist auch ein bisschen grenzwertig, ne? Das Holz nehmen wir auch mit. Pottery. Okay. Ja. Wir laufen nochmal hier rüber. Ich würde auch sagen, also ich mache jetzt noch keinen Cut. Das wäre jetzt ein bisschen unverschämt, ne? Haben noch zwei Verwundete. Wir müssen mal irgendwo warten. Oh, da unten waren gerade 30 Looter. Stopp. Die können wir auf jeden Fall uns angucken. Die kämpfen vielleicht auch tatsächlich noch. Nee, tun sie nicht. Also, das ist halt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit halt, ne, dass die sich ergeben und dann kriege ich die Sachen von denen einfach so geschenkt. Das ist nicht automatisch so. Etwas unpraktisch. Ich könnte auch, das wäre vielleicht halt noch eine Überlegung wert. Ja, da können wir nichts großartig machen, oder? Ich könnte auch meine Truppen alle in so eine. Ich warte mal, bis dir einer noch geheilt ist. So. Wir könnten auch unsere Truppen in eine Garnison reinstellen und dann sagen, okay, wir laufen jetzt irgendwo rum und kämpfen gegen schwächere Banditenstacks, also mit einer kleineren Armee, ne? Dann wären wir schneller. Wir könnten jetzt mit so einer Kavalleriearmee hier rumreiten. Ich würde sagen, das versuchen wir vielleicht mal. Wir bräuchten halt eine Burg, wo wir auch eine entsprechend große Garnison haben. Ne, dann machst du halt irgendwie eine Armee mit 15 Kavalleristen oder 20, 30 oder sowas. Ich kann euch hier sagen, I'm not trusting you an inch. Aber da muss man trotzdem manchmal, genau, dann ergeben die sich trotzdem, ne? Dann machen die einem ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Bestehend aus Getreide und Käse. So, Jura ist mein Maximum hier. Man kann das ja auch noch durch Entscheidungen entsprechend vergrößern. Hier unten ist nochmal ein großer Looter-Stack. Ja, zeig mir mal, wie hoch der Cap hier ist. Der Cap hier ist bei 420, ne? Also vielleicht packe ich hier wirklich. Guck mal, da sind noch 138 Bauern drin, ne? Die können wir eigentlich alle auch hier locker flockig rausnehmen, ne? Theoretisch. Das ist ja echt nur Garbage, ne? Eigentlich würde ich ja hier mit Militia-Truppen rechnen, aber ich glaube, weil wir die Gebäude vielleicht entsprechend nicht geupdatet haben. Die Looter kannst du sowieso mal rüber machen. Könnte es tatsächlich sein, dass wir deswegen halt hier eher nur schlechte Truppen haben. Ja. Das würde ich jetzt mal offscreen gerade ein bisschen ausprobieren. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. Ein paar Minuten gehen wohl noch, oder? Also, schauen wir mal. Wir haben eine schöne Geschwindigkeit insgesamt. Wir haben viele, 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 viele Gefangene da gelassen und viele, 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 viele Truppen. Ich hoffe, die sind jetzt nicht alle gleich weg, ne? Aber gegen 18 Looter brauche ich natürlich auch nicht zu kämpfen. Wir spielen jetzt momentan Monocav. Also nur Kavallerieeinheiten. 85 Stück haben wir. Müssen wir mal gucken, dass wir noch ein paar große. Dass wir noch ein paar große Stacks irgendwie finden. Ich weiß gar nicht mehr, wie sieht denn das momentan aus mit unserem Cargo? Da sind wir aber noch ganz gut dabei, ne? Also ja, wir haben halt unfassbar viel Cargo, aber 6,6 ist eine brauchbare Geschwindigkeit, ne? Vielleicht ginge das sogar noch irgendwie kleiner oder so. Ich denke mal, da wäre auch noch was möglich, ne? Aber na, guck mal da, 46 Looter. Das ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir da ein Gefecht bekommen, ne? Haben wir tatsächlich dann noch Verwundete, ne?
würde das ja gerne mal im Gefecht sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da irgendwas verliert, aber ist dann erstmal so, ne? XP Farming. Das Schöne ist tatsächlich, man ist sehr schnell unterwegs, ne? Also kann man tatsächlich ganz gut seinen Taktikwert dann hochpumpen, ne? Weil ich meine, was müssen wir hier großartig machen? Nix, ne? Also wir hauen einfach jedem Looter-Stack auf die Mütze, den wir da finden. Gut, ne? So Hideouts würde ich dann wahrscheinlich nicht unbedingt machen. Da ist auch noch einer. Gucken wir nochmal hier. Und schmieden wir am besten gleich nochmal ein bisschen, ne? Gehen wir nochmal zu Schmiedi. Lass uns ein bisschen smelten. Smelten wir mal die Hatchet Hammer. Entschuldigung, die Hatchet und die Blacksmith Hammer. Ist krass, dass der dann immer zum ersten geht, ne? I would never, I would never. Können jetzt nochmal refinen. Wenn wir wieder mehr Punkte haben. Okay, pass auf. Wir wollen. Was wollen wir denn? Wir wollen eigentlich Pike. Wir wollen einen Polearm eigentlich haben. Two-handed Sword, Dagger, Throwing Knife, One-handed Axe, Two-handed Axe. Throwing Axe, Two-handed Polearm wollen wir. Da fehlt uns einfach noch viel zu viel, ne? Ja, um genau zu sein. Alles. Okay. Was wäre denn mit Two-Handed Axe? Was hätten wir denn hier? Auch relativ wenig, ne? Ja. Two-Handed Mace. Das klingt doch mal interessant, ne? Da bräuchte man mal eine schöne Waffe. Witzig, wie die Größe sich hier so ein bisschen verändert. Ja, da müssen wir noch an unseren Skills arbeiten, Leute, ne? Wir sind eigentlich für den Krieg gemacht. Lass uns mal hier oben gucken, ob da noch irgendwas los ist. Momentan kostet mich die Armee halt hier relativ wenig. Das ist echt cool, ne? Der wollte abhauen zum Beispiel. Ja, wir machen das ja nicht für das Gold, ne? Wir machen das ja für die Ehre. Junge, der ist echt noch, der hat es noch geschafft wegzulaufen. Das ist interesting. Und was wir jetzt auch noch machen können, das ist vielleicht tatsächlich wirklich noch ein ganz brauchbarer Punkt, dass wir halt hier unten noch mit den NPCs halt reden, um noch mehr Vasallen in den Clan zu kriegen, ne? Also wir müssen in unser Königreich auch sicherlich noch mehr Vasallen aufnehmen. Wer ist das? Talas. Ist auch der Anführer, ne? Okay, wobei das tatsächlich vielleicht wirklich ein Aspekt ist, den ich offscreen mache. Das wäre jetzt so grob meine Outline, was ich hier vorhabe. Teil davon mache ich sicherlich auch noch offscreen. Vielleicht auch was im Livestream. Ich wollte ja auch noch mein nächstes Projekt starten. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Also vielleicht spiele ich den Merowick auch im Livestream weiter. Also ihr wollt ja gerne, dass das Projekt weitergeht. Und diesen Livestream würde ich dann hochladen auf YouTube. Ich bin gerade auch dabei, das mit den anderen Parts zu machen. Das ist aber für mich momentan ein bisschen aufwendig, weil ich muss die ja schneiden und tagsüber kann ich das nicht machen, weil ich mich da um meine Kinder kümmern muss. Und abends ist die Zeit immer knapp. Da würde ich dann auch gerne selber noch ein bisschen daddeln und nicht irgendwie nur schnibbeln, ne, wenn ihr versteht, wie ich meine. Ja, ich sage aber auf jeden Fall schon mal danke fürs Feedback bisher und für eure positive Einschätzung dieses Let's Play-Projektes auch und für die Wertschätzung, die ich in den Kommentaren erfahren habe. Also große Klasse, danke sehr dafür. Ja, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Und ich weiß noch nicht, ich denke mal, der nächste Teil wird wahrscheinlich noch ein Merowick-Teil sein und danach vielleicht startet ein neues Projekt. Gucken wir mal. In diesem Sinne, macht's gut. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Es gibt ja auch noch
Es gab auch noch den Bedarf an historischen Hintergründen zu Belagerungsschlacht im Mittelalter. Da muss ich mich noch ein bisschen einlesen. Gib mir da bitte noch ein bisschen Zeit, ne? Ansonsten sage ich erstmal Pax vobiscum und Valete.